Herzlich willkommen zu unserem ersten Tutorial. Ich habe ja euch versprochen, dass ich was zum Thema Mixing und Mastering sage. Denn ich habe ja euch gefragt auf meiner Facebook-Seite facebook.com/peakstudiosgermany, was euch denn so interessiert und was ihr gerne wissen möchtet. Es kamen einige Antworten. Letztendlich war aber das End vom Lied, dass ihr eigentlich alle Probleme habt mit dem EQing. Das sage ich euch jetzt mal so, weil wenn es darum geht, eine Stimme herauszuarbeiten oder zwei auf dem gleichen Frequenzband liegende Instrumente klingen zu lassen, zusammenklingen zu lassen, ohne dass es sich irgendwo in die Quere kommt, dann müssen wir auf jeden Fall mit dem EQing ansetzen. Auch genauso, wenn es darum geht, Drums richtig zu knallen zu lassen, die richtig rauszuarbeiten. Das hat alles was mit dem EQing zu tun. Wir fangen jetzt so mal mit dem Grundding an und viele wissen es nicht. Es wird auch viel zu wenig behandelt und die Leute beschäftigen sich auch viel zu wenig damit. Ich weiß, es ist auch nervig, aber es muss sein und deswegen zeige ich euch mal erstmal ganz kurz den Song. Ich habe unter dem Blog auch noch einen Link gepostet, wo ihr euch den Song anhören könnt. In voller Qualität. Ich kann es hier leider nicht in voller Qualität wiedergeben. Also ihr hört quasi nur hier von meiner Webcam die Boxen. Sprich, das ist das Mikrofon von der Webcam und nimmt letztendlich die Abhörmonitore nur auf. Bei dem Freeware-Programm ist es leider nicht möglich, dass ich Desktop-Sound und Boxen-Sound gleichzeitig aufnehme. Ist eine kleine Anstrengung dafür, aber an dieser Stelle umsonst das Programm. Kostet also nichts. Hypercam heißt es, glaube ich. Ist ganz cool, recht einfach zu bedienen. Nur mal so am Rande hier bemerkt. Okay, ich spiele euch mal den Song an. Also ihr wisst jetzt, um was es geht. Ich habe ein bisschen was vorbereitet. Im Blog habe ich ja über Hi-Hats geschrieben. Deswegen möchte ich es euch hier mal aber an einem anderen Instrument zeigen, an der Bongo. Und zwar muss ich mal gucken. Ich schalte jetzt auch mal die Insatz, die ich hier drin habe, auf Bypass, damit da mal keine Verfälschung da ist und spiele euch mal ganz kurz das Instrument an. So, hier sehr schön, hier sehen könnt, ich mache es noch ein bisschen leiser, wie ihr sehr schön hier sehen könnt, ist eigentlich der Hauptfrequenzbereich, sage ich jetzt mal, bis zu 170 Hertz. Also ab 170 Hertz bis 20 Kilohertz. Und machen wir hier auf Stopp. Dazu muss gesagt sein, dass das, was unten drunter ist, ihr eigentlich gar nicht braucht. Natürlich müsst ihr erstmal hören, was wirklich Sache ist. Das heißt, ihr nehmt einfach mal einen EQ. Ich mache jetzt einfach mal beispielsweise mal ein Filter-EQ hier auf. Ich zeige es euch jetzt mal an dem EQ, weil mir hier das Metering besser gefällt wie in dem Cubase internen. Habe ich mal ganz gut vorbereitet. Und zwar könnt ihr, ich kopiere das jetzt einfach mal und gehe mal auf. No. So. Wir haben hier jetzt bei 126. Also ich mache das jetzt mal weg und zeige euch nochmal hier in der Analyse, ne, das Ganze. Also man sieht hier ganz klar, so eigentlich fängt es erst wirklich so ab hier an. Ne. Spielen wir es mal an. Ich nehme das jetzt mal alles weg, damit ihr mal seht, was. Na, also ich weiß nicht, ob ihr es hört, aber zumindest. Es ist was da, was klingt und es ist Boom, Boom. Es ist ein ganz mumpfiges Geräusch. Das braucht ihr letztendlich gar nicht. Ja, das heißt,
Standardmäßig, ja, standardmäßig habe ich eigentlich immer ein, ups, das waren 20.000 bei mir, ein High Cut bei 20.000 und einen Low Cut bei 20 Hertz. Ja, weil unter 20 Hertz hört ihr nicht mehr, über 20 Hertz hört ihr auch nicht mehr. Außer ihr nennt euch Hund. Ja, deswegen brauchen wir so. Aber es kann dann quasi, wenn ihr Sachen habt unter 20 Hertz, kann es natürlich dazu kommen, dass die Membrane vibriert, obwohl gar kein Sound kommt. Ja. Das heißt, erstens mal schlecht für die Boxen. Zweitens mal ist vom Sound her dann natürlich auch nicht so gut, wenn sich die Membrane bewegt, obwohl gar nichts kommt. Ja. Und letztendlich macht es Unsinn. Ja. Macht einfach nur Unsinn. Ich kann es jetzt genauer erklären. Es würde aber jetzt zu tief in die Materie gehen. Letztendlich geht es ja darum, um das EQing. Und das möchte ich euch nochmal veranschaulichen. Das heißt, ich lasse es jetzt nochmal hier laufen, die Bongo. Und man hat dann quasi. Ich hoffe, die hört nicht auf. Ne, die geht durch. Wunderbar. Deswegen trenne ich hier prinzipiell erstmal, weil wir das gar nicht brauchen. Ich drehe mal ein bisschen auf, dass ihr mal hört. Ich fahre jetzt mal ab. Ich habe jetzt mal ein bisschen die Flankensteilheit geändert, um einfach das Ganze ein bisschen runder zu machen, ja, vom Sound her. Aber ihr habt jetzt gehört, dieses mumpfige Geräusch untenrum ist nicht mehr da. Ja, das ist auch natürlich auch ganz wichtig, wenn ihr wirklich wollt, dass die Drums knallen. Ja, weil untenrum sollte zumindest nichts sein, was irgendwie großartig den Sound verwäscht, was jetzt nicht dazu beiträgt, irgendwie klare, differenzierte Drums zu haben. Also das ist ja eigentlich sehr wichtig. Man will ja, sagen wir, gerade bei den Drums, die müssen einfach knallen immer. Das heißt, man muss die wirklich klar, die Instrumente rausdifferenzieren können. Was ist jetzt Kickdrum, was ist Bassline, was ist vielleicht Snare, ja, also so alles, was unter 100 Hertz ist, sage ich mal, sollte sehr klar und different sein, weil ihr kennt vielleicht alle das Problem, man hat schnell Wischiwaschi unten im Bassbereich, ja, und da ist es halt ganz wichtig, erstmal zu säubern, ja. Ich meine, an den Bongos kann ich es euch jetzt nicht, leider nicht demonstrieren, aber es gibt natürlich auch, sage ich mal, Instrumente, bei denen ihr obenrum ausdrücken müsst. Das heißt, halt, was ihr obenrum nicht braucht, weg damit. Ja? Weil warum irgendwas drin lassen, was man nicht benötigt oder was zum Sound oder zum Klang, sage ich jetzt mal, nichts beiträgt. Ist ja letztendlich ein Schmarrn. Ne? Macht nur alles total vollgepackt und indifferent. Ja, das ist jetzt mal zu dem einen Thema. Ich habe also prinzipiell wirklich auf jeder Spur habe ich immer einen Low- und High-Cut jeweils bei 20 und bei 20 Kilohertz stehen und verändere die nach Belieben. Ja, also sprich, ich verändere die wirklich, wenn ich sage, gut, ich habe jetzt ein Instrument wie die Hi-Hats, die fangen vielleicht erst mal im Analyzer an, bei 200 Hertz an, wirklich so von dem, was ich brauche von der Hi-Hat, dann schneide ich alles, was unter 200 Hertz ist, einfach weg. Ja, braucht man nicht, weg damit. Ne? Ja, das ist mal das eine. Das andere ist, was natürlich auch noch ganz wichtig ist und was ich natürlich auch immer wieder gefragt werde, ist, man hat natürlich auch immer mal Instrumente, die übereinander liegen, die im selben Frequenzbereich sind. Auch gerade was mit der Stimme geht, die Stimme richtig rauszuarbeiten in einem Song. Ja. Dazu kann man aber immer noch die Bongo nehmen. Finde ich nämlich ganz gutes Gerät, weil wir fangen, was ganz wichtig ist und für euch. Ich meine, ich will euch ja nicht alles erklären, sondern
zumindest einfach einen Tipp geben, weil Learning by Doing. So bin ich nämlich auch im Endeffekt zu meiner Qualität gekommen. Ja, ich habe ganz viel geübt, ganz viel gelesen und habe mir immer nur Tipps geholt und habe versucht, es selber rauszufinden und selber nachrecherchieren. Ja, weil nur das, was man selber lernt und was man selber ausprobiert, nur dieser eigene Erfahrungserfolg, sage ich jetzt mal, bringt einen wirklich weiter und bleibt auch wirklich dauerhaft bestehen. Und das bringt nichts, wenn jemand quasi für euch die Arbeit macht. Und zwar schauen wir uns jetzt mal quasi den EQ an. Wenn es darum geht, ich mache jetzt hier nochmal meinen Low Cut, so ungefähr hier haben wir ihn gehabt. Aber das sind jetzt, ich sweep jetzt einfach mal mit einem ganz schmalbandigen EQ. Ne? Man nennt ihn auch Bell mit einem hohen Q-Faktor, dann ist es eigentlich quasi schon wieder ein Notch-Filter, ja. Und sweept hier quasi die Frequenz rum und guckt einfach, ne, wo zieht was, wo zerrt was. Was ist was, wo ich nicht brauche. Aber ich habe es hier unten schon gehabt. Na, ich habe hier schon was gehabt. Ich gehe jetzt mal vielleicht ein bisschen höher. Anhand dem Beispiel, ja. Ich habe jetzt einen sehr, sehr krassen Q, also von 25, von 40 möglich Q-Punkten und ziehe einfach mir die Frequenz raus. Ja. Mache ich jetzt ein bisschen breiter, weil sonst irgendwie komisch klingt. So. Und jetzt sage ich einfach mir, okay, irgendwie jetzt klingt er natürlich lasch. Dann möchte ich einfach ein bisschen mehr noch Power rein haben. Und klingt ein bisschen weicher. Und mir ist er zu dumpf. Dann ziehe ich hier das wieder hoch. Also, das ist halt wie gesagt ganz wichtig und das ist jetzt hier nur ein kleines Beispiel anhand der Bongos, was man dann machen kann. Also wirklich, nehmt euch einen schmalbandigen EQ und sweept einfach die Frequenzen rum. Ja? Und guckt einfach, wo. Ich lasse meinen Klick drin. Klick weg. Ja, und schaut einfach mal, wo stört euch was? Wo fängt es an, im Ohr zu ziepen? Ja, da ich jetzt als kleiner Tipp noch nebenbei am Rande, da ich jetzt davon ausgehe, dass ihr natürlich keine eingemessenen Räume habt oder eingemessene Boxen auf euren Sweet Spot, nehmt den Kopfhörer. Besorgt euch einen Chiden, master den Kopfhörer. Ich kann euch da nur wärmstens den von Warmin AKG empfehlen. Ja? Da gibt es nämlich einer, kostet auch stattliche 300 €, 320 € glaube ich, aber das Geld ist es wert. Ihr könnt natürlich auch mit jedem, sag ich mal, geschlossenen Super-Kopfhörer auch machen. Es muss nicht unbedingt so teuer sein, ja. Aber letztendlich ist ein Kopfhörer wesentlich nochmal besser als irgendwelche eure Boxen, weil ihr wisst nie, wie euer Raum sich verhält. Und das heißt, da können sich Frequenzen aufaddieren, beziehungsweise Frequenzen störend anhören, die wahrscheinlich gar nicht störend sind. Ja, die nur aufgrund eurer schlechten Raumoptimierung einfach so klingen. Setzt euch den Kopfhörer auf, sweept rum und zieht euch bei Bedarf das raus, eben was ihr wollt. Ja. Und da ist es nämlich auch quasi der Punkt, wo ich sage, bei jedem Instrument, bei jeder Stimme einfach wichtig. Ja, um einen guten Mix zu machen, um einfach wirklich, sag ich mal, präsent zu sein, um wirklich auch, sage ich mal, dass sich nichts in die Quere kommt, kommt ihr einfach um dieses Frequenzen-Sweepen nicht rum. Ihr könnt einfach gerne mal googeln, da gibt es echt einige sehr, sehr nützliche Artikel auch im Netz und auch Hilfestellungen, wo ihr nochmal viel, viel mehr über dieses Sweepen auch rausfindet und über den Low-Cut, High-Cut. Es gibt ja auch verschiedene Möglichkeiten, das heißt, ihr könnt, ich will es nur mal kurz hier anschneiden, und zwar ihr könnt quasi einen linearen Phasen-EQ nehmen, ja, und
Ihr könnt einen nicht-linearen Phasen-EQ nehmen. Der Unterschied ist grob, einfach eine lineare Phase heißt, wenn ich wirklich was abschneide, dann verändert sich in der Phasenlage nichts. Am nicht-linearen kann sein, dass wenn ich jetzt hier um 5, 8 dB hochgehe, dass sich einfach an der Phase was ändert und es bei bestimmten EQs und bei bestimmten Frequenzbereichen, je nachdem, zu Flanging-Effekten beziehungsweise einfach zu Verzögerungen kommen kann, ja, und dann oder zu Phasenauslöschungen im schlimmsten Fall. Da könnt ihr euch auch nochmal mit beschäftigen. Das ist jetzt aber nicht der Punkt, an dem ich jetzt darauf eingehen möchte, sondern was ich nämlich euch noch sagen wollte, beziehungsweise euch noch erklären wollte. Die Frage kam nämlich auch auf. Wie man zwei Instrumente zum Beispiel gut übereinander legt, ohne dass die sich großartig in die Quere kommen. Und zwar, dazu kann ich einfach nur sagen, moderates Arbeiten. Ja. So, hier sind wir wieder. Und zwar habe ich jetzt ein bisschen was vorbereitet. Ich habe jetzt mal hier so zwei Synthes genommen. Ich markiere mal hier nur ganz schnell so einen Auswahlbereich, damit wir das auch im Loop haben. Ich spiele natürlich jetzt mal ganz kurz an, damit ihr mal hört, um was es geht. Zum einen haben wir das Instrument. So an. Ja. Das heißt, hier ist moderates Arbeiten gefragt. Mach es mal ein bisschen leiser. Das heißt, dieses moderates Arbeiten gefragt. Ne? Das ist nur jetzt, um einfach euch mal zu veranschaulichen, so geht es. Und zwar, moderates Arbeiten heißt, ich habe hier ein Instrument, was eher im tiefen Frequenzband liegt. Das ist das hier. Und ein Instrument, was eher im hohen Frequenzband liegt. Das ist das hier. Aber wie ihr seht, es überschneidet sich beides so im 501 Kilohertz-Bereich natürlich sehr. Und dann kann ich natürlich überlegen, also das heißt, moderat arbeiten heißt. Das hohe Instrument, da werde ich wahrscheinlich weniger was im 500 Hertz-Bereich brauchen wie zum tiefen. Das heißt, vom hohen Instrument gehe ich einfach moderat. 500 Hertz einfach ein bisschen runter. Ja, so in dem Frequenzbereich, wo ich einfach merke, oh, da ergänzen sie sich nicht oder da ist mir das Instrument nicht so wichtig. Ich muss mir dann natürlich die Prioritäten überlegen. Man kann natürlich nicht beide Instrumente gleich gut rausarbeiten, ohne dass man jetzt nichts absenkt oder nichts anhebt. Ja, ich sage immer, wenn ihr wollt, dass sich etwas besser anhört, absenken, wenn ihr wollt, dass sich etwas anders anhört, anheben. Ja, das gilt so meine Grundregel zum EQing. Das heißt, ich sage vom hohen Instrument, ja, da brauche ich jetzt die tiefen Frequenzen nicht so. Also die 500 Hertz stört mich, brauche ich nicht. Schießt der Geier oder schießt mich tot, keine Ahnung. Ne? Es gibt ja so viele Gründe, warum irgendwas nicht gebraucht werden kann oder nicht gebraucht wird. Deswegen senkt dann da ab. Und lasst es andere einfach. So arbeitet ihr zumindest in dem Frequenzbereich, hebt dieses andere Instrument natürlich dann das tiefe Instrument nochmal mehr vor. Ja. Heißt, ich zeige es euch mal an der Stelle. Ich habe es hier natürlich schon gemacht. Hier habe ich, wie ihr schon seht, natürlich auch Sachen rausgezogen, die nicht da. Der stört mich jetzt zum Beispiel. Dann gehe ich in den anderen Bein. Und vielleicht dann noch hier. Kann hier nochmal raus.
diese Tiefe hier jetzt, ne? Ich könnte jetzt theoretisch eigentlich auch hier mit einem geringen EQ gehen, das Ganze oben ein bisschen runter noch zu machen. Ja, das war jetzt einfach mal so ein paar Grundgedanken zum Thema EQing. Genau dasselbe gilt auch für die Interessierten bei den Vocals. Genauso müsst ihr im Endeffekt arbeiten. Das heißt, ihr müsst Platz im Mix schaffen für die Stimme. Das bringt nichts, wenn ihr den Mix so vollpackt bis oben hin und dann soll noch eine Stimme drauf. Das kann nichts werden. Ja, die Stimme muss irgendwo eingebaut werden. Ne? Das heißt, man hat die Stimme und arbeitet außen rum oder beziehungsweise kann begleiten noch was untenrum machen. Aber man muss sich bewusst sein, was möchte man im Vordergrund haben, nämlich die Stimme. Das heißt, man legt die Instrumente unten drunter und im Frequenzbereich, wo die Stimme natürlich aktiv ist, das haben wir vielleicht in 1, 2, 3, 4 Kilohertz, 5 Kilohertz, ne? Da fängt man halt vielleicht mit anderen Instrumenten ab. Also sprich, moderates Arbeiten. Ne? Willst du, dass etwas besser sich anhört? Absenken. Anders, dann anheben. Da würde ich ganz, ganz viel Wert drauf legen. Das ist so mein Tipp. Beschäftigt euch damit und probiert einfach rum. Ja, ihr müsst einfach hören. Und mein Tipp nochmal, verwendet wirklich Kopfhörer, weil da habt ihr nochmal auch erstens mal natürlich eine Stereokontrolle, das ist super. Also ihr wisst, was links und rechts abgeht und was in der Mitte ist. Und zweitens mal könnt ihr nämlich einfach auch viel besser Frequenzen raussweepen. Ja, ich denke mal, wir werden auch noch öfters, beziehungsweise ich werde noch öfters hier Blogs machen und mal so ein paar kleine Videotutorials und von Projekten angezeigt mal. Deswegen könnt ihr ruhig weiter eure Fragen stellen. Ich werde ab und zu auch mal gerne wieder dazu aufrufen, eure Fragen zu posten, was euch interessiert. Und ich werde mal versuchen, immer mal wieder ein paar Themen anzuschneiden, wo ich mal so ein paar Fragen zusammenfassen kann. Und dann wieder einen kleinen Beitrag drüber schreiben mit bisschen Bild- und Videomaterial, so damit ihr auch den größtmöglichen Nutzen davon habt. Gut, das war's dann von mir aus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.